Herzlich willkommen im Bürgerhaus Böckingen in Heilbronn, wo der Verein Sputnik e.V. das Theaterstück Was für ein Theater mit Facebook vorstellt. Es geht um die Gefahren von Internetfreundschaften, in diesem Beispiel über Facebook. Das Theaterspiel erzählt die Geschichte von zwei Mädchen, die über Facebook virtuell die zweifelhafte Begegnung mit einem vermeintlichen Jungen machen. Worte werden geschrieben, Bilder werden ausgetauscht, die Freundschaft scheint verheißungsvoll. Schließlich verliebt sich eines der beiden Mädchen in den Jungen. Doch der Junge entpuppt sich als ausgewachsene Bedrohung, die rücksichtslos ihre eigenen Forderungen stellt. Das Stück klärt auf über die Gefahren des Internet, die auch darin bestehen, dass Sprache eine verführerische Falle sein kann. Die Mädchen hatten bereits einen Theaterauftritt in der Stadtbibliothek. Die Gruppe hatte sich über ein Jahr lang einmal in der Woche getroffen und sich gemeinsam mit der Regisseurin das Stück erarbeitet. Dass sie damit den Puls der Zeit getroffen haben, zeigt der große Applaus. Im Anschluss an das Stück diskutierten die Besucher mit den Akteurinnen über die Frage, was Eltern tun können, um dem Problem entgegenzuwirken. Ein Vorschlag eines Sozialarbeiters aus dem Publikum lautet darauf, dass es sicher hilfreich sei, wenn sich die Eltern selbst mit der Materie Internet befassen. Sie sollen ihren Kindern mehr über die Schultern schauen, wenn diese im Internet aktiv sind. Die Schauspielerinnen selbst haben noch keine schlechte Erfahrung im Internet gemacht. Trotzdem ist es ihnen wichtig, durch ihr Engagement auf die Bedrohung des Internet hinzuweisen. Die Akteurinnen des Vereins Sputnik e.V. setzen sich so für andere Jugendliche ein. Sputnik ist russisch und bedeutet Begleiter. Und in genau dieser Art engagiert sich der Verein. Sie begleiten Jugendliche auf ihrem Weg zum Erwachsenenwerden. Ihr Motto lautet Förderung durch Bildung, was in diesem Fall durch dieses tolle Theaterstück erfolgt.